Hallo und einen guten Abend. Hallo Tyrawal, hallo Freakman und Freakman schon mal vielen lieben Dank für deine Verlängerung vom Sub, den zweiten Monat. Danke dir. Ja. Ciao Pi, warum Ciao Pi? Ist Pi schon weg? War er da? Ist er weg? Ja, die Spalte ist da. Tyrawal. Das war aber, wer war das? Marco? Tyrawal? Wer hat den Clip gemacht? Oder war das Freakman? Ganz klar, Marco. Also war es Freakman. Okay, Leute. Ja, ich wollte Forge of Empires spielen. Die allabendliche Routine. Ich habe noch nicht so viel gemacht, mal abgesehen von meiner Hauptwelt. Was ich gesehen habe, ist, dass ich Marco und... Nee, Quatsch, jetzt komme ich schon auf Marco. Dass ich Pi und Josie auf der Beta den Bums-Altar geholt haben. Hallo Mo, guten Abend. Dann muss es den, naja, wobei. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, ob ich den vielleicht auch holen kann. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das nicht eher ein Zufallsding ist, weil. Ich glaube, es ist ja bei jeder Runde unterschiedlich, welchen Preis man bekommt. Wo ich damals letzte Woche den ersten Einblick gemacht habe in das Beta-Event, da war das ja im Prinzip bei jeder Umrundung dann ein anderer Preis. Also von daher. Es ist, glaube ich, mehr oder weniger Zufall, was man bekommt. Und dann war das jetzt Zufall, dass sie das beide bekommen haben. Denke ich. Ja, wie geht's euch? Seid ihr alle gut drauf? Ist der Tagespreis Pi, okay. Gut, na dann. Habe ich ja vielleicht auch eine Chance, ihn zu bekommen. Wieder fit. Ging's dir nicht gut, Tyrawal? Ja, Figman, also, naja, was heißt enttäuschend? Also, es ist interessant, sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht der Hit, das Event, aber. Das mit dem Spielbrett ist eigentlich ganz cool. Und die Gebäude sind eher, naja, normal. Eher üblich. Okay. Gut. Wird jetzt hier angezeigt. Ja. Hattest du gestern deinen Spielbrettabend und dann heute in die Arbeit gestartet? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann du das gepostet hattest. Es sah auf jeden Fall vorzüglich aus, mal wieder.
Und ich glaube, ja, das war auch sehr spaßig wahrscheinlich. Aber dafür muss man dann auch büßen. Naja, das Fünfjährige war ja noch viel Mauer, so gesehen. Also, da gab es ja nicht mal irgendwas Besonderes. Da gab es halt Madame Fortuna, die eine Questreihe runtergespielt hat. Und am Ende gab es halt den König und die Königin. Und ja. Sonst nichts. Na, und diese komische Turmruine oder Burgruine oder wie die hieß. Ich kann es ja nochmal aufmachen. Wenn ich es finde. Oh ja, ich hab's noch. Ich hab den Tab sogar noch da. Genau, die Questgeberin war halt da, Madame Fortuna, die ist es ja dieses Mal nicht. Wobei, wer ist denn überhaupt der Questgeber oder die Questgeberin? Oder ist es doch Madame Fortuna? Ja, Selbstbestrafung, genau. Dafür, dass man Spaß hatte. Nee, das ist der hier, ne? Der lustige Mann. Der lustige Mann. Ohne Namen. Ja, das. Also die Questbeschreibung ist auch gut. Great to see you still here. Let the celebrations continue. Ja. Sagt ihr eigentlich bei jeder Quest dasselbe? Also es gibt es nicht mal Text? Könnte man ja mal jetzt mal gucken, mal gather 95 Güter kriege ich vielleicht hin. Glaube, das reicht nicht. Zehn zu wenig. Zehn zu wenig. Ich glaube, ich brauche einen Freakman als Unterstützung. Welche Stufe bei Rocket League? Also, ich weiß nicht, was eine Stufe ist, Freakman. Oder im Real Life. Also im Real Life bin ich schon ein bisschen höher im Level. Aber es geht noch, glaube ich. Ein paar Level kann ich noch. Ja, also ich werde jetzt nicht Rocket League aufmachen. Da ich nicht. Oh, hier sind da noch 10. Da sind ja noch 10. Da ich nicht weitergespielt habe, würde ich vermuten, dass es noch die gleiche Stufe ist wie beim letzten Mal, wo wir zusammengezockt haben. War das da nicht Level 13? So, jetzt bin ich gespannt. Also, ob sich der Text ändert, der Questtext, wenn ich jetzt hier Collect mache. Nein. Also. Das ist natürlich auch ein bisschen wenig mühevoll oder ein bisschen lieblos. Vielleicht war am Anfang dann noch so ein bisschen die Beschreibung des Spielbretts da. Das hat man ja oft, aber jetzt ist es tatsächlich immer die gleiche Questbeschreibung. Ich glaube, früher war das mehr, gab es da mehr Story. Aber auch die Story steht hier nicht. Oder doch, die steht hier. Naja gut, es gab halt nur 10 Quests.
Von daher, für 10 Quests kriegt man noch eine Story hin, glaube ich. Und dann war es zu Ende. Genau, eine Questline mit 10 Quests. Und dann hat man halt die Belohnung bekommen. Ich muss mal, ich guck mal eben durch, weil wir ja beim letzten Mal nicht gesehen haben. Wo diese Garden Ruins herkamen. Dann war die Vermutung, dass es die gleich am Anfang gab. Aber das war auch nur eine Vermutung. Ich glaube, das kann ich jetzt auch überhaupt nicht verifizieren. Nö. Früher war Mailametta. Naja, es gab eine Story. Aber wie gesagt, kann ich jetzt schlecht sagen. Müsste ich nochmal ins Video gucken, was denn die Story war. Also, wo wir angefangen haben, das Event zu spielen. Ob der Questgeber da zumindest noch erklärt hat, wie das Spielbrett funktioniert hat und vielleicht noch irgendwie ein bisschen eingeleitet hat, so ein 10-Jahres-Event und ein bisschen ein paar nette Worte losgeworden ist, aber leider habe ich da nicht so wirklich drauf geachtet. Danke, danke, Freakman. Also ich habe ja noch ein Gebäude gefunden, von daher war es jetzt nicht nötig mit dem Gütertausch. Ich habe jetzt auch nicht direkt vor, unbedingt die Quest auf Zwang weiterzuspielen. Wird vielleicht auch gerade ein bisschen schwierig, da mir das Tavernensilber jetzt natürlich. Na gut, 5 Kämpfe kann ich natürlich machen. Alternativ. Ja, der Spruch ist von Loriot, das weiß ich, mit dem Lametta. Aber das betitelt ja im Prinzip auch, dass man früher ja irgendwie mehr Aufwand betrieben hat oder sowas oder Dinge besser gemacht hat. Aber gut, keine Ahnung. Marco, guten Abend. Du bist doch noch da, Marco. Wir haben schon über dich geredet. So, und Pi sagte, das sei der Tagespreis. Oh, Stage of Ages. Pi hat recht. Mensch. Ja, nur positiv natürlich. Nur positiv. Du hast etwas nicht gemacht. Und das ist positiv. Na dann. Würde ich mal versuchen, diesen Tagespreis zu erreichen, indem ich das Tagesziel erreiche oder vielleicht eine der Kisten öffne. Und wir können nochmal aufs Spielbrett gucken. Oh, es gibt das Mahatma Gandhi-Porträt. Das war, glaube ich, mal eine historische Questline, wo es das gab. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar den Juri Gagarin, dessen Porträt ich hier habe. Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Ja, der Mo erzählt jetzt natürlich Quatsch. Okay. Na gut, es sollte jetzt ja. Ach nee, da gibt es die große Königin. Was habe ich denn jetzt schon? Habe ich die Queen schon? Zweimal? Habe ich sogar schon zweimal. Also wenn ich jetzt nochmal auf dieses Feld komme, dann würde ich die halt nochmal bekommen. Interessant. Naja. Okay, also ich würfel mal. Ich würfel mal. Oh, nee, das ist der falsche. Ich würfel mal und gucke,
ob ich denn vielleicht die Stage of Ages bekomme. Ich meine, hier ist die Chance, naja, auch nur bei 15%, jetzt auch nicht besser. Nicht viel besser als auf einer großen Truhe. Tada! Juhu! Ich hab sie auch. Ich hab sie auch. Das freut mich. Das ist ja tatsächlich mal ein ganz gutes Gebäude. Insbesondere für die Größe. Auf der Beta. Weil bisher habe ich ja auch die Hauptgebäude nicht fertig geschafft aufzubauen. Bisher. Und beim 10-Jahres-Event, naja, mal schauen, ob mir das gelingt. Aber es könnte gut sein. Aber im Prinzip ist ja die Stage of Ages sogar besser als das Hauptgebäude. Weil es ist halt kleiner auch. Ja. Aber eigentlich ist beides ganz gut. Eigentlich ist beides ganz gut für das, was ich bisher hier habe. Ist es, denke ich, beides nicht schlecht. So. Ja. Es ist ja jetzt schon 22:39 Uhr. Das heißt, so allzu so große Schritte kann ich hier gar nicht mehr wagen. 4 Stunden Produktion oder sowas, das wird wohl alles nichts mehr. Von daher komme ich zu einem nicht ganz so günstigen Zeitpunkt, wenn ich um 8 anfangen würde zu streamen oder die Welten zu besuchen, wenn ich nicht so viel Zeit habe wie an Tagen wie zum Beispiel heute oder im Prinzip schon die ganze Woche, dann hätte ich natürlich noch die Gelegenheit, mal eine 4-Stunden-Produktion anzustellen oder sowas. Aber so ist es halt so, dass ich meistens nur die Ernte vom letzten Abend einsammle. Also ich habe jetzt hier die 8-Stunden-Produktion eingesammelt. Eingestellt und wahrscheinlich sammle ich morgen Abend wieder die 8-Stunden-Produktion ein, die ich jetzt hier eingestellt habe. Vielleicht ein bisschen früher als heute. Und deswegen, na, hadere ich mit den 24-Stunden-Produktionen. Obwohl ich dann natürlich das doppelt kriegen würde. Wenn ich nur einmal am Tag auf der Welt bin, wäre das vielleicht eigentlich sinnvoller. Aber gut. Marco hat gar keinen kurzen. Marco hat einen ganz langen kleinen Finger. Oder? Und sonst könnte ich mal schauen, ob ich hier vielleicht die Quests noch erfüllen kann. Ich meistens so versucht, ob das. Oh, ja, tatsächlich geht es ziemlich gut. Das ist so meine Aufstellung gegen die Endgegner in der Gildenexpedition in der Eisenzeit. Da nutze ich 4 Katapulte und 4x Agenten gegen 4 Katapulte und 4 schwere Einheiten. Und es scheint auch hier im frühen Mittelalter noch eine ganz gute Kombination zu sein. Insbesondere da ich ja jetzt hier keine besonderen Kampfboni habe. Von daher interessant, dass das so verlustfrei gelungen ist. Vermutlich auch hilfreich, wenn ich die Gildenexpedition irgendwann mal hier zu Ende spielen sollte. So, jetzt hätte ich auf jeden Fall schon einen dieser Kämpfe gemacht von den 5. Ansonsten könnte ich ja auch die Tavernenbesuche machen. 45 halte ich für eher unrealistisch. Insbesondere da ich nur 89 Freunde habe. Und da fällt ja auch immer mal wieder noch ein bisschen Tavernensilber ab. Und mir fehlt ja nicht mehr viel Tavernensilber, um die Quest zu beenden.
Im Prinzip nur noch 90 oder 88. Aber dann muss man eben entsprechend viele Freunde haben, wo dann auch diese Belohnung aufploppt. Jetzt sind es noch 78. Aber ich würde jetzt erstmal vermuten, dass ich es eher nicht schaffe. 68. Nee, schaffe ich nicht. Ist ja im Prinzip schon gegessen. 48. 38. That's it. Nee, 38 fehlen, aber ich habe tatsächlich 45 Tavernen besucht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so viele sind. Aber es fehlen trotzdem 38. Aber ich kann ja die 5 Kämpfe machen. Könnte ich jetzt in der Gildenexpedition einfach machen. Und da noch meine Einheiten drin einsetzen. Meine gebundenen. Ich werde ans Schlafen erinnert von meinem. Die Grafik sah gerade anders aus, oder? Okay, also Marco hat auch kleine Hände. Aber er kompensiert mit was anderem. Wahrscheinlich fährt er ein riesiges Auto. Wie das immer so ist. Kleine Hände, großes Auto. Oh, Marco hat kein Auto. Na, dann muss er wahrscheinlich einen riesigen Penis haben. Oh, jetzt muss ich das hier als 18 plus. Nee, es ist ja anatomisch nur, ne? Ich rede nur über Biologie. Ausschließlich. Traut sich einfach kein Auto zu haben. Autsch, die armen Reiter. Und ein Kampf noch. Aber was noch viel schwieriger wird, ist die Forge-Punkte irgendwo zu versenken. Na, es geht. Es geht. Hier kann ich Platz 3 belegen. Und dann hätte ich ja dies schon abgeschlossen, die Quest. Und die Tagesquest, interessanterweise auch. Und dann 15 Minuten Produktion. Oh, ja, warum? Warum habe ich das schon mal angestellt? So vorausschauend muss man dann doch sein, wenn man eine Questreihe spielt, oder? Naja, jetzt bin ich hier auf der Beta und spiele die Beta-Quest. Dabei wollte ich doch die St. Patrick's Day-Quests mit euch anschauen. Aber der Pi hat mich ein bisschen, bisschen gelockt mit dem Stage of Ages Gebäude. Und deswegen wollte ich hier gerne auf die Beta gehen und gucken, was es damit auf sich hat. Und vielleicht war es ja auch die richtige Entscheidung, weil
Es sind ja nur noch 1,5 Stunden oder 1 und 1/4 Stunde. Und dann ist wahrscheinlich der Tagespreis auch nicht mehr vorhanden. Und von daher war schon gut, dass ich es jetzt abgeholt habe. In einer Stunde, da ist noch ein Shoemaker. Ach, den ich immer vergesse. So, das sollte passen. Und dann wer lebt noch? Hier von. Naja, mache ich einfach voll. Mal gucken, was passiert. Okay, gut. Das Gebäude. Also es gibt mehrere Gebäude, Pommes Pirat. Also es gibt einerseits das Gebäude, was ich gerade eingesammelt habe. Das heißt Stage of Ages. Oder vielleicht meinst du auch nur das. Das ist ein Gebäude mit einer Größe, mit einer Grundfläche von 4x4 und das bietet jetzt im frühen Mittelalter 8% Angriffskraft für die angreifende Armee, 5 Forgepunkte und 15 Güter, wenn motiviert. Das sollte, denke ich, auch zu schaffen sein, da das wahrscheinlich bevorzugt motiviert wird. Und von daher ist es, denke ich, ein ganz gutes Gebäude. Meinst du nur das Pommes Pirat oder meinst du auch noch etwas anderes? Meinst du die anderen Gebäude? Das Hauptgebäude meinst du wahrscheinlich, vermutlich, oder? Also das Hauptgebäude ist aus meiner Sicht fast ein bisschen schlechter, aber sehr hübsch. Goldene Orrery, das ist so eine Art, haben wir beim letzten Stream rausgefunden, eine Art Observatorium, wie ist es nochmal? Planetarium, aber nicht im Sinne eines Fernrohrs, sondern im Sinne eher einer Planetenmaschine, also wo so die Planeten umeinander sich drehen und so. Und das kann man wahrscheinlich auch ganz gut sehen, wenn man hier mal Reload drückt. Und dann das Ganze in groß anguckt. Oder ich gucke nochmal nach dem Tenth. Tenth? Ups. Tenth Anniversary Event, Forge of Empires. Ach nee, das gibt's ja noch gar nicht, oder? Das gibt's ja noch gar nicht im. Ah, hier. Hier. Hier sieht man es in groß. Schick, oder? Also es ist auf jeden Fall ein schönes Gebäude. Da kann man nicht meckern. Aber es ist jetzt nicht so der Oberkracher. Es ist okay auf der vollen Ausbaustufe. Aber es hat halt Verteidigung für die angreifende Armee. Und 10 Forge-Punkte auf einer Grundfläche von 4x5. Keine Güter oder irgendwas anderes noch. Also klar, doch, Einwohner und. Oh, ich sehe nicht mal Zufriedenheit, oder? Keine Zufriedenheit. Ein paar Vorräte und dann eben so eine Random Production von, ja, Selbsthilfekits, Vorratsproduktionsboosts und Level-Up-Kits. Schmuck ist es, ja. Schmuck ist es. Genau. Also das ist okay, aber nicht beeindruckend. Und dann gibt es noch zwei andere Gebäude, nämlich Queen und King. Können wir hier auch mal im. In der Ankündigung nochmal schauen. Die sehen so aus. König und Königin und diese Stage of Ages, was ich gerade schon gezeigt habe. Und die sind auch ganz okay, denke ich. Der König und die Königin. Der König bringt, wenn König und Königin nebeneinander stehen, 5 Forge-Punkte und die Königin 3 und Medaillen, Güter, Münzen, Bevölkerung. Ja. Genau.
Und man kann sie auf Stufe 2 ausbauen. Also ich denke, sind auch ganz okay, aber jetzt auch nicht beeindruckend. Und ja, hier Stage of Ages, wenn man das halt in einem hohen Zeitalter hat, dann bringt es auch ganz schön viele Angriffskraft. Ganz schön viel. Ja, vielleicht wird es nochmal gepatcht. Weiß ich nicht. Also ich bin gar nicht. Ich würde jetzt gar nicht so viel Wert drauf legen, ob das Gebäude besonders gut ist. Ich finde die Idee ganz charmant, dass das Event besonders gut ist. Also, wenn es so wäre, aber es ist eigentlich auch eher nicht berauschend. Also die Questline ist halt eine ganz normale Questline, so wie man das kennt aus allen Events. Und es gibt halt jetzt ein neues Spielbrett, das ist auf jeden Fall ganz cool. Aber es ist jetzt auch nichts, nicht so was Besonderes. Also jetzt nichts Außergewöhnliches. Ist nur einfach neu. Und es hat ein paar neue, coole Funktionalitäten. Und die habe ich, wie gesagt, auch im letzten Stream schon gezeigt. Kannst du gerne nochmal reinschauen, wenn du magst. Aber da will ich jetzt nicht mehr so groß drauf eingehen. Stattdessen würde ich gerne die St. Patrick's Day, mir das St. Patrick's Day Event angucken. Da habe ich ja schon ein ganzes Stück weit gespielt. Ich nehme mal an, dass ihr das auch schon habt. Ich habe auf jeden Fall auf meiner Hauptwelt die erste Stadt durch. Zumal ich hier, naja, wirklich alles, so wirklich fast alles eingesammelt habe. Ich habe, naja, alles, ich glaube, bis auf den einen Manager auf Stufe 3 ausbauen, hatte ich in der ersten Stadt alles gemacht. Und insgesamt muss man ja 4,5 Städte, glaube ich, schaffen, um das Hauptgebäude zu bekommen. Wenn man die Strategie verfolgt, dass man möglichst alle Quests macht und am Ende der Quest-Lines dann die Truhen einsammelt. Und da das die, naja, die bequemste, die aufwandsärmste Art und Weise ist, ans Hauptgebäude zu kommen, habe ich halt diese Variante gewählt, da ich halt auch versuchen werde, auf den Nebenwelten die Questline zu beenden. Und ja, um dann da Aufwand zu sparen, mache ich das so und mache da nicht, versuche nicht irgendwie 11 oder 14 Städte zu beenden, um an die entsprechenden, ja, Kits hier zu kommen, indem man jeden zweiten Preis dann ein Kit bekommt. Also jeden zweiten Hauptpreis. Und wenn man nach dieser Taktik geht, dann darf man ja im Prinzip so gut wie keine Kiste am Ende öffnen. Mal abgesehen von der kostenlosen, natürlich. Die kann man natürlich immer öffnen. Genau, und jetzt bin ich halt hier bei der zweiten Stadt und hänge so ein bisschen. Ich habe auch noch einiges an Aufgaben übrig. Was ganz cool ist, ist eben diese neue Ansicht auch hier vom FOE-Helfer zum St. Patrick's Day Event. Also wer am PC spielt und sich den FOE-Helfer installiert hat, der kann halt sich darauf wieder freuen, dass er da eine gewisse neue Unterstützung bekommt. Und man kann hier schon einige nette Sachen feststellen. Zum Beispiel sieht man halt auf einen Blick, an welchem Gebäude es hakt, dass man nicht mehr Kleeblätter im Inventar hat. Und das hängt tatsächlich bei mir jetzt hier an meinem Festplatz. Und ich könnte halt jetzt den Festplatz weiter ausbauen, um im Prinzip diesen Überschuss, der hier produziert wird, abzubauen. Und ja, schneller, am schnellsten mehr Kleeblätter zu machen. Und wenn ich jetzt hier die Fabriken weiter ausbaue, dann ist es auch nur was, was sich hier weiter stapelt und was ich nicht weiter einsammeln kann. Und das Gleiche passiert halt auch, wenn ich die Schiffswerft weiter ausbauen würde. Und ich könnte halt diese Güter nicht einsammeln, weil mein
Festplatz im Prinzip immer noch genauso langsam voranschreitet. Und das sieht man halt dann anhand der roten Zahlen. Je nachdem, wo, welche Zahl rot ist, sieht man halt, was der Bottleneck ist, also was man als nächstes ausbauen muss. Anzeige nach links, sonst sieht es keiner. Da hast du natürlich recht. Ich sehe ich gerade. Dadurch, dass ich meine Kamera jetzt tatsächlich groß gemacht habe, muss ich mich noch dran gewöhnen. Genau, jetzt hier vielleicht nochmal. Ihr habt ja schon gehört. Also Festplatz ist jetzt rot bei mir. An dem hakt es im Moment und die Zahlen ändern sich und es verschiebt sich. Das Rot verschiebt sich auf die Fabriken oder die Schiffswerft, je nachdem, wie die Ausbaustufen sind. Und wenn ich jetzt hier in die Fabriken oder in die Schiffswerft investieren würde, bedeutet das nicht, dass ich irgendwie schneller beim Einsammeln der Kleeblätter bin. Ja, aber ich bin im Prinzip an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, dabei, jetzt die Blumenfabrik noch zu verbessern. Wobei ich mir überlegen sollte, ob ich nicht tatsächlich mal erstmal in den Festplatz investiere, um eben das Einsammeln schneller zu machen. Weil das mit der Blumenfabrik sich ganz schön zieht. Andererseits habe ich halt immer, also ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass ich zu viel mir an Möglichkeiten raube, weil ich hier am Ende nochmal 200 Mal das Gebäude verbessern muss. Und um an diese Quest zu kommen, müsste ich noch relativ viel offen lassen, was an Gebäudeverbesserungen möglich ist. Und deswegen bin ich jetzt eher geneigt, hier langsam voranzukommen und dann vielleicht einfach morgen früh das hier abzuschließen. Ich kann ja nochmal öffnen hier die Ansicht. Weil man sieht ja jetzt hier auch, wann das fertig sein würde oder wann ich genug eingesammelt hätte, um das um 8 Stufen auszubauen. Das sieht man jetzt hier bei der Blumenfabrik und zwar in 27 Stunden erst. Oh, okay. Das wäre ja erst übermorgen früh. Das ist wirklich verdammt lang. Also von daher, ja. Hat mir jetzt im Prinzip der St. Patrick's Day FOE-Helfer, die St. Patrick's Day FOE-Helfer-Übersicht geholfen, um zu der Einsicht zu kommen, dass ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter an meinem Festplatz arbeiten sollte, um schneller die Produktion einzusammeln. Okay, jetzt ist wahrscheinlich immer noch der Bottleneck, aber es geht jetzt auf jeden Fall schneller. Und ich brauche jetzt nur noch 23 Stunden und 45 Minuten mit der Blumenfabrik, um die auf 200 ausbauen zu können. Also von daher auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Okay. Okay, also Pommespirat, dann ist es schon gewagt, wenn dich die Taktik oder die Mechanik nervt, dann die schnelle Taktik zu wählen, weil dann bist du ja noch umso, musst du ja noch dich noch umso mehr mit der Mechanik befassen. Morgen 22 Uhr Rocket League, okay? Vielleicht mache ich mit. Voraussichtlich ist meine Tochter ab morgen bei den Großeltern und am Wochenende bin ich dann auch weg. Mit weg, quasi. Und wenn das alles so klappt, dann habe ich zumindest morgen und übermorgen ein bisschen Zeit. Und Samstag auch. Genau, also morgen Abend, übermorgen Abend und Samstag. Könnte ich vielleicht mal am Samstag sogar mal am Tage streamen. Muss ich mal schauen. Oder nicht ganz so spät. So, Questline bin ich hier auch gar nicht noch gar nicht so weit, wie ich sehe. 4 Stunden Produktion fehlen noch.
Sieben Stück. Die würde ich jetzt hier anstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also ich bin mir bewusst, dass ich in 4 Stunden nicht wach bin, aber die Schmieden produzieren quasi nichts. Und ob ich die nun 8 Stunden laufen lasse oder vier, naja, das ist ein Unterschied von 91 Vorräten. Oh, Pfeife will auch mitmachen. Na, vielleicht können wir ja eine 2 versus 2 oder 3 versus 3 machen. Dass wir immer gegeneinander fahren und vielleicht die Teams ein bisschen tauschen, wenn wir sehen, irgendwie eine Gruppe ist zu so stark oder sowas. Dass wir ungefähr gleich große, gleich starke, gleich stark sind. Und dann das auch schön Spaß macht. Ja, das stimmt. Pommes Pirat, das stimmt. Es ist immer ja eine Stunde am Anfang, wo man tatsächlich was machen muss und danach ist es halt vor allem warten. Du willst nach Nürnberg, Mo? So, hier auch mal ernten. Was ich mir aufgeschrieben habe, ich muss an die Gildenexpedition denken. Wir haben nämlich diese Woche einen verhältnismäßig starken Gegner. Und da will ich auch ungefähr dranbleiben. Mal gucken, wo sie sind. Naja, 10% hinter uns. Und ich habe wieder 8 Versuche voll. Naja, von daher wird es Zeit, dass ich hier wieder in der Gildenexpedition aktiv werde. Und entsprechend auch meine Versuche verbrauche. Aber ich denke, die Vorgabe Donnerstag bis 0 Uhr bzw. 23:59 Uhr abzuschließen, die wird relativ locker drin sein. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das reicht. Oder ob wir nicht ein bisschen schneller sogar sein müssten. Ganz langsam sind die Gegner jetzt nicht. Wenn sie jetzt bei 103 sind, könnten sie morgen Abend auch durch sein. Naja. Vorgabe zählt ja eh nicht. Nach unseren Gildenregeln ist es wichtig, dass wir gewinnen. Und wer es vermasselt, dass wir gewinnen, der bekommt dann eine Verwarnung. Und wenn ich es sein sollte, wenn ich beispielsweise morgen vergesse, die Gildenexpedition zu spielen und die dann meinetwegen um 23 Uhr fertig sind mit der Gildenexpedition und ich noch nicht, dann bekomme ich eine Verwarnung. So ist es bei uns geregelt. Ich glaube, hat sich die Grafik verändert? Irgendwie sehen die Diamanten anders aus, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wir stehen noch ganz gut da. Wir haben 9 mehr Goldpokale. Glaube, wir sind ein bisschen besser. Okay, gut. Ah, auf einem Geburtstag. Aber da wollt ihr morgen schon, oder willst du morgen schon los, oder wie verstehe ich das?
Wegen Rocket League? Oder ging es jetzt nicht um morgen? Samstag oder Sonntag? Ja, dann ist ja morgen vielleicht tatsächlich ein guter Zeitpunkt, um nochmal Rocket League zu spielen. Andererseits warte ich auch schon auf den guten Zeitpunkt, um Jagged Alliance weiterzuspielen. Bisher habe ich leider keinen Zeitpunkt gefunden, der gut für mich war. Also ich hätte es heute machen können, statt Forge of Empires, aber dadurch, dass ich im Prinzip hier noch in keiner Stadt heute aktiv war, ist es gar nicht so unwichtig, dass ich vielleicht mal reinschaue. Und ich glaube, den meisten Zuschauern ist es auch lieber, wenn ich Forge of Empires streame. Also Jagged Alliance mache ich ja auch vor allem für mich wegen des Spielspaßes und dann freue ich mich, wenn das euch auch noch interessiert. Aber ja. Gut. Okay. Ja, ein paar Worte noch zum St. Patrick's Day wollte ich loswerden. Und zwar bin ich ja hier gerade in so einer gewissen, in so einem gewissen Bottleneck, wo ich warten muss. Und dieses Problem habe ich halt überall so ein Stück weit. Also, ich weiß gar nicht, ob das hier die restlichen Quests sind. Moment, das kriegen wir ja raus. 38 muss ich noch insgesamt. Das ist auch sehr hilfreich, dass man die folgenden Aufgaben noch sieht. Drei habe ich angezeigt und 1, 2, 3, 4, 5 folgende Aufgaben werden angezeigt. Das heißt, das sind alle Quests, die noch offen sind. Also kann ich jetzt relativ gut abschätzen, was als nächste Quest noch auf mich wartet, ohne dass ich jetzt auf der Webseite nachgucken muss, dank des FOE-Helfers. Und weiß halt, okay, ich muss jetzt hier am Ende noch irgendein Gebäude 200 Mal verbessern, beziehungsweise verschiedene Gebäude, auf verschiedene Gebäude 200 Verbesserungen drauf machen. Und das ist definitiv eine relativ schwierige Aufgabe. Ich glaube, wenn man das schafft, dann schafft man die Kleeblätter sammeln relativ locker. Was ich mir offen lassen wollte als weitere Quest, ist auf jeden Fall den Schiffswerftmanager auf 4 aufzubauen. Auszubauen. Der ist jetzt. Naja, er ist jetzt schon auf 3. Aber auf 4 wollte ich ihn nicht ausbauen, weil das halt 150 von den Goldtöpfen kostet und das ist relativ viel. Und ich habe vielleicht mit diesen Quests auch gar kein Problem. Also, es sind alles relativ zeitintensive Sachen, aber. Um das abzuschließen oder um die Stadt abzuschließen, brauche ich ja am Ende dann auch die Goldtöpfe. Also, wenn ich die Stadt fertig machen will, dann brauche ich halt mindestens irgendwie 2500 Goldtöpfe, um ja dann auch sagen zu können, dass ich die Stadt beende, damit ich alle Kisten einsammeln kann, die ich mit Goldtöpfen einsammeln kann und danach auch die nächste Stadt wieder starten kann, um dann eben diese Stunde an Zeit reinzustecken, um da auch die Manager ausbauen zu können und die Stadt auf einen gewissen Grundstock zu bringen, wo sie dann von selbst läuft, wo man dann nur alle paar Stunden mal wieder reingucken muss. Genau, also so 2500 Goldtöpfe müsste man schon vorher vorrätig haben und das wird gar nicht so einfach, wenn ich mir nicht noch ein bisschen Zeit lasse. Weil 45 Quests zu erledigen, ich weiß gar nicht, ob das schon möglich ist jetzt. Aber ich muss ja jetzt im Prinzip noch einige Quests machen, bis ich auf die Goldtopfzahl komme, um das überhaupt realistisch umsetzen zu können. Und jetzt komme ich ja hier auch erstmal nicht weiter bis morgen früh. Wenn ich dann morgen früh die Einsammlung gemacht habe, dann komme ich da wieder ein Stück weit weiter und kann vielleicht so 5 bis 10 Quests beenden. Aber selbst wenn ich 10 schaffe, dann habe ich halt irgendwie 1000 Goldtöpfe mehr und dann nochmal
120 vom täglichen Login. Und dann bin ich auch noch nicht bei 2000. Ja, also bis übermorgen brauche ich es wahrscheinlich eh noch, bis ich die nächste Stadt abschließen kann. Mindestens. Tagesaktuell bei 41. Ja, das mag sein, aber ich müsste halt Beschleuniger einsetzen, um das zu beschleunigen. Aber ja, was soll's? Ich meine, das hilft ja nichts, wenn ich jetzt Beschleuniger einsetze und dann vielleicht die zweite Stadt schon relativ früh beenden kann, dann kann ich vielleicht auch relativ bald die dritte Stadt beenden, weil dann die 45. Quest auch nicht mehr lange hin ist und ich dann 1400 Goldtöpfe bekomme. Aber bei der vierten muss ich definitiv warten. Weil da muss ich ja vor allem auf diese Tageseinsammlung warten und auch die Sachen, die jetzt so in den Ereignissen drin sind und so. Alles, was sich so zusammenkleckert über die Zeit, um überhaupt die nötigen Goldtöpfe zu bekommen. Ja. Genau, und das ist halt jetzt mein Stand in meiner Hauptwelt. Und meine Hauptwelt ist am weitesten entwickelt. In den anderen Welten sieht es nicht ganz so rosig aus. Kann ich ja jetzt mal rübergehen. Ja, wenn man genügend Goldtöpfe in den Ereignissen findet, dann hat man es natürlich einfacher. Was ich auch nicht bekomme, ist halt diese E-Mail-Belohnung. Da habe ich jetzt schon wieder überlegt, ob ich jetzt mal wieder Inno schreibe, dass ich diese E-Mail-Belohnung nicht einsammeln kann. Also ich kriege zwar die E-Mail, aber die wird mir halt nicht gut geschrieben, wenn ich auf den Link klicke. Und das habe ich halt bei jedem Event. Und das St. Patrick's Day Event mit den 500 Goldtöpfen, ich glaube, es sind 500, die man da bekommt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon ein ganz schöner Batzen. Also die nicht zu haben, ist schon ein Stück weit unangenehm. So, hier sieht es jetzt von den Goldtöpfen her besser aus. Da habe ich 2000. Aber ich bin auch erst bei Quest 18. Und ich bin auch erst bei Stadt 1. Also das könnten wir jetzt fertig machen, denke ich. Ich muss zwei Sektoren in Besitz kriegen. Genau, da war das Problem, dass ich noch keine zwei Sektoren erkundet habe. Jetzt, oder noch keine neue Region erkundet habe. Jetzt habe ich eine neue Region erkundet. Jetzt kann ich auch zwei Sektoren mir holen. Ploppen mir erstmal andere Quests auf. Ja, also ich lasse mir hier Zeit, wie ihr seht. Ich lasse mir hier eigentlich Zeit und ich lasse mir eigentlich immer mehr oder weniger die ganze Zeit bei den Quests, sodass ich die halt Stück für Stück beenden kann. So, Wohngebäude hinstellen, das kriege ich auch noch hin und dann sind die 750 auch noch zusammen. Dann kann ich hier tatsächlich die nächste Stadt beginnen. Goldtöpfe in den Ereignissen, da hast du ja echt Glück gehabt, Pommes Pirat. Da hast du echt Glück gehabt. Also mit 500 mehr kann man wirklich richtig viel anfangen. Okay, aber ich würde jetzt erstmal die anderen Städte durchgehen, weil nicht das am Ende, wobei. Nee, ich kann die abschließen. Ich schließe die ab jetzt hier und öffne die Kisten. Wie gesagt, die erste ist gratis, die zweite kostet dann 50 und dann immer das Doppelte. 100, naja, sogar mehr als das Doppelte. 250, 500 und 1000. Aber nur an der einen Stelle mehr als das Doppelte.
Und jetzt beginne ich halt die nächste Stadt. Und habe jetzt ein 1900 oder 1950, glaube ich, verbraucht. Und man braucht ja, wenn man jetzt hier die Stadt anfängt, erstmal für die Manager schon alleine ein paar Goldtöpfe direkt. Und da orientiere ich mich jetzt an der Liste von Zockit tatsächlich. Zockit hat nämlich unter seinem Video zum Event eine Liste mit den Managern, auf welche Stufe man die ausbauen soll. Tja. Wenn man im Prinzip die ja, den langsamen Weg macht. Wenn man den schnellen Weg mit vielen Städten macht, dann ist es, glaube ich, überhaupt nicht so ratsam, wenn man dieser Liste folgt. Weil man dann ja deutlich weniger. Ja, wobei, doch, es geht wahrscheinlich auch. Aber man macht halt weniger Quests und deswegen ist es nicht sinnvoll, zumindest diese Liste direkt abzuarbeiten. Ich habe die ja hier auch in den FOE Olymp eingestellt gehabt. Und da das ja jetzt Stadt 2 ist, kann ich halt die Stadt auf 2, den Hafen auf 3, nee, Quatsch, Stadt 2, den Hafen auf 3, das Festival auf 3 und den Hutmacher auf 1. Hutmacher auf 1 ist schon. Und ich glaube, die muss ich hier noch auf 3 packen. Und den habe ich schon auf 3 gestellt. Und jetzt produzieren die halt schon auf Maximum. Und also auf Maximum, ohne dass die Quest jetzt schon erforderlich wäre. Also irgendwann kommt halt die Quest, dass man seinen Festmanager auf Stufe 3 ausbauen soll, glaube ich. Und das habe ich jetzt im Prinzip schon vorab gemacht. Genau, hier kommt sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. In 6 Quests plus den 3, also in 9 Quests kommt die. Und das ist natürlich, kann man natürlich einfach vorab auch machen, weil dann ist auch einfach das Einsammeln des Festplatzes schon schneller. Dreißig von 38 Quests. Ja. Alle Kisten im Set 1 zu öffnen. Was heißt Set 1? So. Okay, jetzt würde ich den Hutmacher noch auf 25 bringen und jetzt erstmal warten, dass die Kleeblätter zusammen sind für den Ausbau vom nächsten, von der Blumenfabrik, von der nächsten Fabrik. Okay. So, und die Blumenfabrik kann auf 3, der Manager. Palim, so, habe ich das hier auch schon abgeschlossen. Und jetzt kann ich das erstmal laufen lassen und wechsle die Stadt.
Ist auch ein guter Punkt, das laufen zu lassen, denn ich muss warten, dass die Hutfabrik hier im Prinzip 60.000 eingesammelt hat. Und ich muss warten, dass das Schiff die 15 Millionen eingesammelt hat. Wobei das wahrscheinlich nicht in der Zeit passieren wird, bis ich wieder in die Stadt zurückkomme. Ja, nach 6 Kisten kriegst du mehr Kisten angeboten. Aber dann kriegst du halt die erste Kiste nicht mehr kostenfrei und dann kostet sich das Ganze insgesamt 2000 Goldtöpfe mehr, wenn man alle 6 Kisten nochmals öffnet. Und das ist ganz schön heftig. So, auch hier bin ich nah am Ausbauziel. Hier kann ich halt jetzt mal gucken, welche Gebäude ich noch ausbaue, um das möglichst kostengünstig zu tun. Das kostet jetzt hier 2,3, das kostet 1,5 und 1,5. Von daher ist es jetzt am sinnvollsten, hier irgendwo weiterzumachen mit Einzelausbau, bis es über 2,3 kostet und dann die Rotation zu ändern. Und jetzt ist hier auch dieses. Ach nee, das ist ein Q. Gut, dass ich nicht drauf gedrückt habe. Und fertig. Und es würde sogar reichen, auch, um auch hier die Stadt zu beenden. Allerdings fehlen mir hier noch Goldtöpfe. Und die zwei Sektoren habe ich aber. Die habe ich hier auch erkundet. Also kann ich hier im Prinzip das Gleiche machen. Zack, und was ist denn das jetzt hier? Kolonialzeit bekämpfe ich jetzt mit Eisenzeittruppen. Geht alles. Geht alles. So. Erledigt. Und auch die zwei Wohngebäude. Zack, zack. Und hier sind jetzt auch 4 Stunden Produktion angesagt. Und das ist ja wieder ein Blocker, wenn man keine Booster einsetzen möchte. 10-mal eine 4 Stunden Produktion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die breche ich nochmal ab. Sind wir wieder bei 8, 9, 10? Nein. Was mache ich hier nur? So. Gut. Und dann müssten morgen früh 10 Stunden Produktion beendet sein. 10 4 Stunden Produktion. Und dann ist diese Quest erfüllt. So. Ja, genau. Das ist halt immer das ist immer der Blocker dann auch, ne, mit den Goldtöpfen. Deswegen macht es halt gar nicht so viel Sinn, allzu schnell durchzukommen. Also zumindest für die Taktik, die ich jetzt hier habe, die ist halt sehr Goldtopf-intensiv. Aber naja, ich glaube, man hat das Problem schon öfter, auch in der anderen Taktik. Freakman, was meinst du mit dem Androidentempel? Meinst du Androidentempel?
Was ist denn ein Androidentempel? Am Samstag? Sagt mir nix. Druidentempel am Samstag. Nee, ich glaube, wenn Jockel mehr GVG gespielt hätte, dann hätte er keine Auszeit gebraucht. GVG ist ja immer so, also zumindest für mich ist tatsächlich so. Das ist so ein bisschen der Lichtblick. Der das so ein bisschen mit am Laufen hält, dass ich die Lust am Spiel nicht verliere. Was das Gegenteil davon sind die Gildengefechte. So, jetzt bin ich hier auch fertig. Kann ich die Stadt auch beenden? Und die Kisten öffnen? Das wird ja jetzt spannend, ob ich das in jeder Stadt machen kann. Ich hoffe nicht. Also auf jeden Fall geht es nicht auf Wahlstrand. Da muss ich leider den Diamantrex enttäuschen. Aber meine Stadt ist tatsächlich einfach zu ineffizient. Die kann nischt, die Stadt. So. Gut, auf 3 hatte ich gesagt. Okay, gut. Und kann ich jetzt hier die Forge-Punkte noch verteilen? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Ich kann noch mal einen Platz ausschreiben. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Und der Rest kommt dann in die Arche. Ich muss den Chat mal verschieben, glaube ich. Das ist ein bisschen ungünstig platziert eigentlich. Eigentlich ist es besser, wenn ich den Chat auf dieser Seite hätte. Dann würde ich euch mehr angucken, wenn ich den Chat lese. Und die Streaming-Informationen auf der Seite. Genau. So ist es doch besser. Okay, wenn ich jetzt nämlich im Chat lese, dann gucke ich mehr in eure Richtung. Schiebung, definitiv. Fensterverschiebung. Okay, gut, dann mehr davon. Nee, ihr müsst euch gar nicht anders hinsetzen. Das ist okay. Also ihr sitzt eigentlich ganz gut da. Also, naja, ich finde, Mo sitzt ein bisschen schief, aber sonst sitzt ihr schon ganz gut da. Jetzt, ja, jetzt ist besser, Mo. Jetzt sitzt es schön gerade. So, ja, genau.
Nach 6 Kisten kriegt man ein Druiden-Tempel-Kit. Richtig. Das meine ich. Oder? Darum ging's. Okay. Tyra bei den Rücken gerade, genau. So, und das habe ich jetzt leider wieder vergessen. Auf 3 auch. Blümchenmanager auf 3. Ach, ist glaube ich auch direkt die Quest da, ne? Okay, dann kann die jetzt auch laufen. Und die Hüte werden dann fertig. Wenn ich wieder in die Stadt zurückkomme. Dann ab nach Uzeria. Hier sieht es ja im Prinzip auch gut aus. Und wahrscheinlich ist die Stadt hier auch soweit fertig. Genau, ich muss nur noch die Quests, die letzte Quest fertig machen, indem ich hier so einen kleinen Rundlauf mache. Wir sind jetzt hier bei, oh, das wird auf jeden Fall teurer. Das wird auf jeden Fall teurer, weil das hier sind schon meine günstigsten Gebäude. Und, nee, das sind ja 7000, glaube ich, ne? 7.91 müssten ja 7000 sein, während das hier 7. Nee, das ist ja schon auf Stufe 300. Ich bin irritiert. Ich glaube, das ist was Geringes hier. Da bewegt sich ja gar nichts an der Zahl. Also kann ich die erstmal hier ausbauen. Solange bis ich im 40er Bereich bin. Ende 40. Weil dann werden langsam die hier unten günstiger. Genau, jetzt sind die hier unten günstiger. Auf jeden Fall reicht es ganz locker, um die Stadt zu beenden. Sollte ich mit den Quests hier schon weit genug sein, 2 Sektoren in Besitz nehmen, stehe oder hänge an der gleichen Stelle, aber ich habe offensichtlich vergessen, versäumt, dann auch die Erkundung zu starten. Tja, dann eben nicht. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Okay, so. Einsammeln. Einsammeln. Und dann schaue ich mal nach der Tagesquest. 5 Minuten. Das sollte locker machbar sein. 3 Begegnungen in der Gildenexpedition durch Verhandlung lösen. Ja, gerade am Anfang der Gildenexpedition. Ist das auch ganz locker machbar? Wobei mich etwas wundert, dass ich hier noch am Anfang bin, aber gut. Dann ist es wohl so. Genau, das ist der Punkt, wo der FOE-Helfer nicht ganz ideal gebaut ist, aus meiner Sicht. Weil wenn man hier am Anfang startet, dann gehe ich bei dem Tipp nicht mit, dass man die Güter oder die Bedarfe hier in dieser Reihenfolge erfüllen sollte. Da würde ich sagen, okay, ich gebe erstmal nur Münzen, weil davon habe ich am meisten. Dann gebe ich nur Vorräte, weil davon habe ich am zweitmeisten. Und als letztes kommen die Güter dran, die vielleicht dann doch mal irgendwann knapp werden könnten. Also nicht wirklich, aber könnte ja sein. In den meisten Fällen ist es ja so, dass die Güter, insbesondere wenn man jetzt ins nächste Zeitalter aufgestiegen ist, dass die erstmal noch knapp sind. Und von daher würde ich da mit der Empfehlung vom FOE-Helfer nicht mitgehen.
die der da anbietet. Und dann noch 5-Minuten-Produktion. Hatte ich auch schon angegeben als Empfehlung zur Verbesserung des FOE-Helfers jetzt vor kurzem. Aber bisher kam noch nichts. Aber das muss nichts heißen. Das muss nichts heißen. Okay, ja, nee, Pech. Aber das muss ich jetzt auch beenden. Ja, muss ich das beenden? Ist es nicht eigentlich Quatsch? Hilft mir das noch irgendwas? Instrumente kann ich vielleicht noch eine Erweiterung freischalten, aber ich brauche die ja auch nicht. Ich setze dann nur Güter ein, die ich dann im Prinzip auch nur verschwende. Also lasse ich es einfach so laufen und morgen kann ich dann die Stadt relativ beenden. Gut, die 5 Minuten Produktion laufen, die 50 Einheiten besiegen geht auch in der Gildenexpedition. Würde ich jetzt hier auch mal mit der Eisenzeit-Taktik dran gehen und mal gucken, wie weit ich damit komme. Da ist es so. Jetzt habe ich mich verklickt. Ja, das kommt hier nicht ganz so gut hin. Da fehlt mir dann doch fehlt mir dann doch die Kampfkraft. Ich mache das nämlich so, dass ich die erste Stufe der Begegnung auf meiner Eisenzeit-Kampfstadt, wo ich im Prinzip die Gildenexpedition jetzt habe ich mich verklickt, für die Diamanten spiele. Dass ich da am Anfang immer mit 4 Artillerie und 4, Mann, mich wieder verklickt, und 4 Agenten durchbewege. Und das auf der ersten Stufe auch ohne Verluste passiert. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also zumindest ich meine, ich habe ja gerade 2 Kämpfe im Grunde verkackt. Das war jetzt auch verlustfrei. Im Grunde habe ich die Kämpfe ja schlecht gemacht, weil ich vergessen habe, den letzten Agenten einzustellen. Ja. Okay. So, Mogli Rex. Ah, das ist die nächste Stufe. 19. Oder hier 19. Ah, dann mache ich 19 bei Markus. Da sind die sicher. Markus, sage ich schon, Maximus. Passt. Sind die sicher und ich bekomme auch sicher die Blaupausen. Thomas Markus, ja, Thomas Markus. Beim Markus, beim Thomas seinen Markus. So, und Wallstrand bin ich noch nicht so weit. Da bin ich in der Questline noch nicht so weit. Also selbst wenn ich jetzt hier durch bin mit der Stadt, fehlen mir die Goldtöpfe. Und so ganz durch bin ich ja auch noch nicht. Da fehlt mir auch noch ein bisschen was an Einsammlung. Wenn ich jetzt nicht das Glück habe wie Pommes Pirat und hier die 500 Goldtöpfe bekomme als Ereignis, mag ja durchaus passieren, das waren nur 10. Wenn es tatsächlich 500 gibt, das waren 100, das ist schon nicht schlecht.
So, eine Wäscheleine noch. Und zweimal ein Baum auf einer Straße. Hier ist es auch noch relativ gut zu überblicken und der Baum ist noch relativ gut zu finden. Nochmal 20 und noch eine Wäscheleine. Sehe die Wäscheleine nicht. Ich lag nochmal neu. Da. Okay, gut. Und ich bin jetzt hier bei 5 Kämpfen oder Güter einsammeln. Ja, beides nicht so einfach. Ich bin sehr kampfschwach. Äußerst kampfschwach und ich habe keine Einheiten. Ja, ich habe gewonnen. Gucken, ob ich hier noch was zusammenkratzen kann. Nicht wirklich. Naja, ich versuch's mal. Na, leider eine gebundene Einheit verloren. Aber zumindest bin ich jetzt bei der Quest ein weiter. Und jetzt muss ich 15 Minuten Produktion machen. Und das kann ich ja hier schon mal starten. Muss ich ja auch vorankommen, wenn ich die Quest irgendwann beenden will. Also die Questline. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. 500 Tavernensilber in der Freundestaverne ausgeben oder 11 Forgepunkte kaufen. Naja, dann bin ich beim Tavernensilber dabei. 500 kann ich hier die nächste. Nee, kann ich noch nicht. Und vielleicht irgendeinen. Boah, könnte das Tablett verbessern. Das gibt 2% mehr Tavernensilber. Naja, warum nicht? Okay, dann habe ich auch die 500 ausgegeben. Und dann müsste ich in die Stadt auch nochmal zurückkehren. Später. Aber jetzt ist es erstmal okay. Gut. Du bekommst nicht mehr so viele Wunschbrunnen, sagst du? Oder also bekommst du nicht mehr so viel. Ja, Dias. Tja, es kann sein, dass sie verändert wurde. Ich meine, die Droprate ist ja auch so gering bei den Wunschbrunnen, dass das, glaube ich, auch gar nicht so schnell auffallen würde. Wo sie auf jeden Fall die. Ja, wo sie auf jeden Fall die Diamanten zurückgesetzt haben, ist in der Gex. Also da gibt es weniger Diamanten, aber schon eine ganze Weile. Das kam, glaube ich, mit der Einführung der neuen Gebäude, die es jetzt schon eine ganze Weile gibt, am Ende von Stufe 4. Oder der neuen Preise. Gibt ja irgendwie. Weiß ich gar nicht mehr, was da neu hinzugekommen ist. Das ist ja auch schon wieder uralt oder schon ewig lange her. Ich kaufe jetzt mal einen Versuch. Damit wir hier noch ein bisschen Einblick haben in die Preise. Ach so, genau. Früher gab es halt keinen Jungbrunnen-Schrumpf-Kit und kein Heilige Himmelswacht-Upgrade-Kit.
Das kam halt irgendwann dazu. Da gab's, es gab halt lange Zeit nur Jungbrunnen und Heilige Himmelswachten. Und dann kamen halt diese Kids dazu. Genauso wie die vom antiken Gesicht und von dem anderen Ding, dem Sonnentempel oder so. Ich glaube, Sonnentempel. Wo es dann eine Stufe 2 gibt, die dann auch hier beim antiken Gesicht zum Beispiel 3% Angriffskraft für die angreifende Armee gibt. Und vorher war das ja nur Zufriedenheit. Und wo im Prinzip dieses Update kam, wo dort bessere Preise eingeführt wurden, seitdem wurde die Anzahl der Diamanten, die droppt, runtergesetzt. In der Gex. Aber sonst dürfte sich daran eigentlich nichts verändert haben in der Gex, seitdem, was die Dias betrifft. Weil zumindest die Prozentzahlen, die da stehen, sind immer noch die gleichen. Aber beim Wunschbrunnen, who knows? Glaube, das würde man so schnell nicht mitbekommen. Also diejenigen, ich glaube, du hast ja viele Dia-Welten, ne? Du bekommst es vielleicht schon am ehesten mit. Also wenn du mal wirklich deine Dia-Welten zusammen addierst, also wie viele Wunschbrunnen hast du? Und mal beobachtest, wie oft du Diamanten kriegst. Musst du halt drauf achten. Wenn du 100 Wunschbrunnen hast, dann solltest du halt einmal 50 Diamanten im Schnitt bekommen. Bei 1% Dropchance. Wie viele Wunschbrunnen hast du, weißt du das? Insgesamt über die Welten? Wunschbrunnen. 2082 Wunschbrunnen. Ist schon geil. Das bedeutet eigentlich, dass du 20 Mal pro Tag Diamanten bekommen solltest. Also pro Tag 1000 Diamanten. Einsammeln müsstest. Im Schnitt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wenn es nicht der Fall ist, dann stimmt die Prozentangabe nicht. Also wenn du das irgendwie mal über 14 Tage beobachtest und dann keine näherungsweise 14.000 Diamanten bekommst, dann stimmt der Prozentwert nicht. Bisschen mehr ja sogar, weil du hier mehr als 2000 Wunschbrunnen hast. 2000 Wunschbrunnen, das passt in Städte? Wahnsinn. So, 1000 Tavernensilber noch ausgeben, das kriege ich auch noch hin. Vorgestern waren es nur 700. Ja, aber das kann halt sein, dass es mal weniger ist. Das sagt nichts aus. An einem Tag, ein Tag zählt nicht. Also du musst schon eine Weile beobachten. Also ich weiß nicht, 14 Tage könnte auch noch ein bisschen kurz sein, aber ich glaube, über 14 Tage passt schon ganz gut. So. Dann gucke ich mal hier, ob ich hier die Tagesquest hinbekomme. Ach, hier müsste ich jetzt erstmal in die Stadt dran. Und die Stadt weitermachen. Okay, kurz vor 23, kurz vor 24 Uhr.
Genau, so. Vielleicht den mal erstmal auf 25 ausbauen, so dass sich das hier auch ein bisschen mehr lohnt, dass sie hier auch was zum Einsammeln haben. Zack, die vielleicht auch auf 25. Gut, und dann müssten sie eigentlich relativ schnell die nächste Fabrik freischalten. Ja, das sollte sehr schnell passieren. Tyrawal, gute Nacht dir. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Pommesparade, du hättest gerne eine ganze Stadt mit großen Leuchttürmen? Ich weiß gar nicht, ob du da besser bei wegkommst, weil die großen Leuchttürme, die geben ja nur 25. Wait a second. Ja, 25 Diamanten zu 5%. Die haben zwar eine höhere Chance, dass sie droppen, aber die Grundfläche ist halt auch deutlich größer. Also von daher, eigentlich sind Wunschbrunnen besser zur Diamantenproduktion, wenn die 1% hinkommen. Ja? Also du müsstest halt. Auf die Grundfläche passen halt ja 2 ja 4,5 ungefähr 4,5 sagen wir mal 4 wegen der Straßenanbindung Wunschbrunnen. Vier Wunschbrunnen heißt halt, dass du 50 Diamanten zu 4% bekommst, weil dann hast du ja 4%, vier Wunschbrunnen, 4%. Und dann kommst du halt besser. Weil du kriegst halt hier halt nur 25 Diamanten zu 5% Chance. Tyrawal, kann ich verstehen, dass du keine Lust hast auf Rocket League, aber ich hab's einfach mal ausprobiert und dann dachte ich mir so, oh, das macht ja ganz schön Spaß. Ist halt ein kostenfreies Spiel und ich dachte, ich lade es mal runter und guck mal rein und fand's dann ziemlich lustig, eigentlich. Aber ist halt. Ja, muss man sich halt nicht mit befassen, sagen wir es mal so. Also wenn ist so ein Spiel aus meiner Sicht, wenn man jetzt irgendwie Lust hat drauf und mit anderen zusammenspielen kann, dann ist es halt irgendwie cool. Und dann kann man das halt einfach anwerfen und machen. Und sonst lässt man es halt einfach bleiben. Und ich habe es halt. Das letzte Mal mit Mo und mit Freakman zusammengespielt. Das hat Spaß gemacht. Und das war jetzt, glaube ich, irgendwann letzte Woche oder vorletzte Woche. Weiß ich gar nicht. Und seitdem habe ich es nicht mehr angerührt. Ich weiß nicht, wenn man da jetzt Liga spielt oder so, dass man, ob man da dann seine Liga-Punkte verliert oder sowas. Wenn man nicht spielt, regelmäßig. Keine Ahnung. Aber da habe ich auch so gar keine Ambitionen. Gut. Okay. Da ich ja hier mit der Event-Quest nicht weiterkomme, da ja hier auch die 4-Stunden-Produktion jetzt gefordert sind, kann ich erstmal alles einsammeln. Ja, schlaf gut, Tyrawal. Schlaf gut. Gute Nacht. Und jetzt habe ich mich vertan und hier auch 4 Stunden Produktion angestellt. Fälschlicherweise bei den Güterproduktionen. Da müssen natürlich 8 Stunden Produktion angestellt
werden. Vielleicht schaffe ich es ja dann morgen auch tatsächlich mal, die Güterproduktion am Tage einzusammeln und nicht erst ja, nach 22 Uhr, wie das so oft der Fall ist. So, und die anderen finde ich jetzt schon wieder nicht. Der auf jeden Fall noch. Zum Glück habe ich den FOE-Helfer. Nö, hab alle umgestellt. Gut. Ja, Freakman. Ich habe erst vier Wunschbrunnen auf meinen Wunschbrunnenwelten. Auf allen Wunschbrunnenwelten zusammen habe ich erst vier Wunschbrunnen. Nee, stimmt nicht. Ich habe ja die Eisenzeit-Kampfstadt und das ist ja im Grunde auch eine Wunschbrunnenwelt. Müsste ich jetzt mal gucken, wie viele Wunschbrunnen ich da habe. Wenn ich das dann zusammen addiere, dann ist es schon ein bisschen besser. Ja, und die Vornamen lernt man auch kennen, wenn man die nicht eh schon weiß. Aber ich würde sie jetzt im Stream nicht erwähnen. So. Genau, also die Tagesquest hier. Mach mal gucken, ob ich die noch beenden kann. 10 Güter sammeln, 5 Forge-Punkte ausgeben. Das ist hier auch überhaupt nicht einfach, 5 Forge-Punkte auszugeben. Da muss man dann immer Glück haben, aber ich könnte hier einfach mal die 29 belegen, weil hier habe ich doch einiges im Inventar. Und dann habe ich auch 5 mit ausgegeben. Was war das jetzt? Hagier. Passt. So, und noch 10 Güter einsammeln auf A. Ich stelle mal ein Angebot ein. Ich weiß gar nicht, ob wir hier befreundet sind. Freakman? Total egal. Magst du annehmen oder magst du tauschen? Wahrscheinlich egal, ne? Wenn du mit Wunschbrunnen einsammelst, dann kriegst du so viele Güter, die du zu nichts verwenden kannst. Oder weiß ich nicht. So richtig habe ich ja noch nicht die Erfahrung mit Wunschbrunnenstädten, da meine Wunschbrunnenstadt ja noch keine wirkliche ist. Danke dir, Freakman. So, jetzt müsste das paar Sekunden dauern und dann dürfte das hier abgeschlossen sein. Na komm. Yes. Und nach 0 Uhr haben wir auch. Deswegen ist die Tagesproduktion fertig. Oh nein, ich habe wieder 14 Forge-Punkte im Inventar. Und jetzt sogar 19. Und die Gildenmitglieder mögen das nicht so gerne, wenn ich einfach belege. Obwohl ich das oft genug gemacht habe und bei denen auch noch mache, die sich nicht beschwert haben. Und ich hoffe, diejenigen, die sich beschweren, von denjenigen, die sich nicht beschwert haben, unterscheiden zu können. Weil ich möchte hier nämlich meine Zeus-Statue weiterhin Blaupausen sammeln, um dem Harley den Ausbaufluss nicht zu vermiesen. Der baut ja meine Zollstatue so fleißig aus.
Nee, ich wollte die 1,9er Förderung öffnen und mal gucken, wie es hier aussieht. Was das Belegen der Plätze angeht. 94 müsste ich jetzt belegen. Na, ich warte noch. Ich warte noch. Okay, Freakman. Kann ich ja André sagen. Ach du, Thomas. Sorry, Thomas. Vielleicht heißt du ja wirklich Thomas. Okay. Tja, wohin mit den Fortschrittspunkten? Am Ende bleiben sie in der Leiste, weil ich niemanden habe, wo ich das einfach reinkippen kann. Ich glaube, in Donnys Zeus hatte ich einfach mal reingekippt, aber der hat jetzt aufgehört. Tja. Ah, Thomas, aber alle nennen dich Rudi. Okay, Rudi. Dann eben Rudi. Ist mir auch recht. Freakman heißt also Rudi. Jetzt wissen wir es. Nennt Freakman in Zukunft Rudi, dann ist er glücklich. So. Nächste Welt. Kaboom. So, 4 Stunden Produktion sind schon an. Und ja, es muss nicht unbedingt der Zeus sein. Nur Zeus wäre halt cool, weil ich dann weiter Blaupausen sammeln kann. Wenn es nicht Zeus ist, dann ist es halt was anderes. Hauptsache, die Fortschrittspunkte sind aus der Leiste raus. Sage ich mal so. So, hier sind die 5 Minuten Produktion beendet, glaube ich. Um die ging es hier, aber ich brauche noch eine Ladung mehr. Okay, und Einheiten besiegen muss ich noch. Habe ich hier einfach unterbrochen, aber das, weil meine Versuche beendet waren. Ich könnte ja noch ein paar Nachbarn vermöbeln. Stattdessen. Wobei sich das zieht. Gegen zwei. Aber es geht auch schnell. Da waren mal 4 dabei. Dann müsste das jetzt hier der letzte Kampf sein. Yes, ist es auch. Und die 5 Minuten Produktion sind dann in 5 Minuten fertig. Auf der Classic-Welt. Marco. Aber loswerden möchte ich auf Abahal, die Forge-Punkte. Idealerweise in einem Zeus. Muss aber nicht. Okay. Der hat ja zu wenig belegt. Der Arsch. Gut, dann eben noch 6 und 1.
Tja, siehst du, Marco, ich muss ja nicht mehr Gewinn haben. Es geht mir nur darum, dass ich irgendwo das reinkippen kann. Also wenn ich Platz 5 in eurem Zeus belegen kann und ihr den Zeus in 3 Monaten levelt, naja, 3 Monate ist vielleicht ein bisschen viel, aber im nächsten Monat levelt oder sowas, dann reicht es ja schon. Sir Marco, der Friedlichste, den kenne ich doch. Ach so, okay, verstehe. Ja, dann geht's natürlich nicht. Dann geht's natürlich nicht. Aber du kannst gerne bei mir auf A, wahrscheinlich muss ich noch deine Freundschaftsanfrage annehmen, auch einfach mal einen Platz belegen im Zeus. Drei durch Verhandlungen lösen. Auch das ist ja eine nicht so einfache Sache hier auf der Welt. Aber die erste wäre schon mal erledigt. Die zweite würde ich auch machen. Die dritte würde ich wahrscheinlich eher. Genau. Genau, habe ich schon wieder ein Problem hier. Töpferzeug. Ich habe halt auch keine Güter. Stein gegen Wein. Das reimt sich. Stein gegen Wein. Was soll's? 50. Zack. Ob das jemand annimmt? Wo ist der Handel? Hier ist der Handel. Hoah. So, jetzt werde ich langsam müde. Naja, gut, dann hat sich das wieder erledigt hier. Wenn es jetzt niemand von euch annehmen kann. P1, 7, FP. Sieben ist doch zu wenig, Freakman. Ich hatte doch 19 FP in der Leiste. Sieben BP. Oh. Okay. Nein, was habe ich? So, ne? Aber dann lass mich wenigstens P4 belegen. Ja, ich werde müde, komisch. Ist eigentlich nicht meine Zeit. Eigentlich ist meine Zeit zum müde werden so gegen 18, 19 Uhr. Und dann bin ich meistens wach bis 2, also recht wach, ohne Müdigkeitssymptome zu haben. Und schon wieder habe ich 18. Schon wieder habe ich 18 übrig. Okay. Gut. Auf jeden Fall schon mal danke, Freakman. So, das Schiffsding ist dann hier auch bald fertig. Und dann muss ich gucken, Kuchenfabrikmanager, der kann auf 1 bleiben.
Der kann auf 1 bleiben. Und dann kommt die erste Ausbauquest um 100 Stufen. Da würde ich mal hier sowas wagen. Gibt es hier verbessere Hutfabrik auf 100? Okay. Dann muss man ja da auch ran. Und dann geht es auch ganz schnell auf einmal mit dem Hafen. Okay. Auf 100. Dann bin ich jetzt auch nah dran. Zeus gestellt. Ich habe 10 Forge-Punkte übrig für deinen Zeus, Marco. Aber dann brauche ich noch eine Freundschaftsanfrage von dir. Auf A. Die sind noch nicht befreundet auf A, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht, Marco der Freakigste, aber auf A oder auf? Auf A habe ich noch nichts. Oder habe ich es angenommen und vercheckt? Kann gut sein. Vielleicht sollte ich nach der Frikix oder nach. Ja, da ist ein Marco. Da ist ein Marco. Kannst mich auch auf Platz 3 fallen lassen. Ist okay. Wie du magst. Ich will nur die Forge-Punkte loswerden. gut. Gut. Dann müsste das jetzt hier auf. Ja, schon wieder so weit sein. Hier kann ich die Gildenexpedition auf jeden Fall auch weiterspielen. Nee, soweit ist es noch nicht, aber ich kann den Kuchenfabriksmanager bauen und das so durchspielen, dass ich hier dieses fertig machen kann. Okay. Ups, gelevelt. So schnell geht es. Ich kann mich noch erinnern an die Streams von Zocket. Das ausgeschrieben? Ja, ne? Wo er dann irgendwie ein neues LG gebaut hat und das dann nach wenigen Minuten schon auf Level 30 oder sowas war. War das nicht mal das Chateau oder so? Gut. Diese komplexe Verhandlung, das ist hier, hier schwimme ich in Gütern. Und ich wollte ja mal gucken, wie viele Wunschbrunnen ich hier habe auf der Welt. Mich verklickt wahrscheinlich. Dann die. Nee. 4, 9, 5, 7. So, jetzt passt's. 4, 2.
Aber ich spiele erstmal die Gildenexpedition. Na, das ist die Variante ohne Reiter. Das ist die Variante mit Reiter. Zack. Ja, was ich interessant fand, war auch die Meldung von gestern, glaube ich, von Forge of Empires, dass sie sich positioniert haben wegen des Krieges in der Ukraine und da Geld gespendet haben. Fand ich gut. Da gab es einen Post von Juba. Kann ich gleich mal zeigen. Ich glaube, das war sogar im Beta-Forum. Mich hat gewundert ein bisschen, dass es im Beta-Forum war. Weiß ich nicht, ob das auch im offiziellen Forum kam. Bin ich plötzlich auf der Beta-Welt. Da wollte ich gar nicht hin. Sondern hier hin. Genau. Sie haben 10.000 Euro ans Rote Kreuz gespendet. Ich meine, für InnoGames 10.000 Euro ist, glaube ich, eher symbolisch. Weiß ich nicht. Umsätze sind ja keine Gewinne. Muss man ja mal sagen. Aber es ist natürlich gut, dass sie da sich zu äußern. Und vielleicht dann dazu anregen, dass vielleicht auch noch ein paar Leute, die gerne Forge of Empires spielen, darauf aufmerksam werden, auf das Thema und da vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Jeden Fall finde ich das schon ganz schön betrüblich, dass da jetzt wieder, dass es jetzt wieder einen Krieg in Europa gibt, was, naja, jetzt wirklich sehr, sehr viele Jahre nicht der Fall war und wo meine Hoffnung eigentlich war, oder ich mich schon sehr daran gewöhnt habe, dass es eigentlich gar nicht mehr dazu kommen wird. Und jetzt ist es doch dazu gekommen. Und ich hoffe, die Ra Lage beruhigt sich bald wieder. Das ist ein neues Bild. Das ist ein neues Bild. Die Diamanten sehen anders aus. Irgendwie sehen die blauer aus als früher. Leider klicke ich die so schnell weg, dass man nicht mal wirklich drauf gucken kann. Ich glaube, früher waren die hellblauer, oder? Ist euch das schon aufgefallen? Also hier oben sind sie immer noch gleich. Das relativ hellblaue Bild. Ach, hier kommt gerade die Stream Elements Heavy Rotation Ankündigung, dass ich jetzt ein eigenes Discord habe. Das stimmt zwar, aber es ist noch nicht gepflegt, noch nicht so wirklich gut. Ihr könnt natürlich schon gerne drauf kommen. Tyrawal ist zum Beispiel schon drauf auf meinem Discord-Server. Aber da fehlt zum Beispiel noch ein Bot, der ankündigt, wenn ich live bin und streame. Und ja, so andere Sachen, die ich da gerne noch machen möchte.
Genau. Aber das werde ich alles noch machen, wenn ich da ein bisschen Zeit für habe und das entsprechend schöner einrichten. Aber den Text hier hatte ich schon erstellt, sodass ich den nur noch aktivieren musste. Beziehungsweise eigentlich habe ich den ja nur minimal abgewandelt von dem FOE Olymp-Text. Genau, ich dachte mir nämlich, vielleicht sollte ich mir auch einen eigenen Discord-Server zulegen, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen inhaltlich auf andere Spiele eingehen kann, die ich so spiele. Ich habe mir nämlich auch, ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht mal mit Leuten oder mit euch irgendwie andere Sachen spielen könnte. Was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, ist, dass ich den Koop-Modus von Portal noch nie zu Ende gespielt habe. Und vielleicht hätte darauf jemand Lust. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch Portal gespielt hat, Portal kennt. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe. Und wo es halt einen Koop-Modus gibt, den ich mal mit einem Kumpel angespielt habe, aber nie zu Ende gespielt habe. Und wenn man mit anderen Leuten redet, die auch gerne Computerspiele spielen, nee, naja, Ballerspiel. Ballerspiel ist es nicht wirklich. Ihr könnt ja mal reingucken. Können ja mal einen Blick reinwerfen. Also ich werde jetzt den Titel hier nicht ändern vom Stream. Hallo Sickert. Du kommst aber spät. Guten Abend. Das ist ein bisschen wenig. Bisschen wenig. Ich habe da noch mehr Gebäude, die ich gerne verdoppeln möchte. Ach so, ich muss erstmal gucken nach den Wunschbrunnen. Oh nein. Nicht, dass ich jetzt den Moment abgepasst habe, wo ich das erste Mal irgendwie 20 Wunschbrunnen mit Diamanten ernten kann. Nee, null. Ja. Okay, Spätschicht und noch nicht lange zu Hause. Ja, dann lehn dich zurück, entspann dich und lausche meiner Stimme. Ich habe dieses, also heute habe ich jetzt kein spezielles Thema oder so. Also wie beim letzten Mal, da hatte ich mich ja ein bisschen mehr darauf vorbereitet, auch auf das Event auf dem Beta-Server. Und heute bin ich halt mehr oder weniger am Durchgehen meiner Welten. Und habe einen Blick in das aktuell laufende St. Patrick's Day Event geworfen und auch so ein bisschen den FOE-Helfer und die Vorteile des FOE-Helfers erklärt. Die der St. Patrick's Day-Helfer im Prinzip enthält. Genau. Aber sonst ist es eher so ein, ich gehe durch die Welten durch und mach halt, sehe halt dazu, dass ich selber vorankomme. Zumindest, sofern ihr nicht irgendwie Kanalpunkte einlöst für einen Stadtbesuch oder sowas. So. Okay. Ansonsten meinte ich gerade einerseits, dass ich einen eigenen Discord-Server angelegt hatte. Der ist hier so vier Nachrichten weiter oben oder inzwischen sechs, sieben, acht, wo ich dann na auch so ein bisschen Spielankündigungen, Spielthemen oder sowas besprechen wollen würde. Und
wenn ich jetzt mal was anderes spiele als Forge of Empires. Weil im FOE-Olymp ist es wahrscheinlich nicht so ganz angebracht, wenn ich dafür andere Themen, die nicht FOE-spezifisch sind, groß was schreibe. Und von daher, naja, und bei anderen im Discord wahrscheinlich auch nicht. Und von daher dachte ich so, ich lege mir mal einen eigenen Discord-Server an. Und sonst bin ich mal wieder auf die Idee gekommen, vielleicht mal Portal weiterzuspielen. Davon gibt es nämlich auch einen Koop-Modus, den ich noch nie zu Ende gespielt habe. Und ich habe Portal immer sehr gerne gespielt. Zumindest die. Freakman, du musst kein Bild von deiner eigenen Stadt malen. Ich melde mich dann mit einem zweiten Namen auf dem Server an. Genau. Da kommt der Stadtbesuch. Ja, Freakman, dann besuchen wir doch mal deine Stadt. Spät am Abend. Ach, Armin. Irgendjemand muss doch mal hier was reinzahlen. Ich will ja nicht so. So günstig davon gehen. Ja, da habe ich den Salat. Das Problem ist allerdings, Freakman, du musst. Ich glaube, da war auch ein Eingabefeld. Das hast du jetzt leer gelassen. Du musst mir natürlich noch sagen, welche Stadt ich besuchen soll, auf welcher Welt, wenn ich deine Stadt besuchen soll. K. Auf K. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das wird jetzt hier ein Live-Experiment. Wir öffnen ein neues Forge of Empires. Idealerweise sogar in einem anderen Browser. Dann kann ich nämlich in dem anderen Browser einfach das speichern. Und kriegt da keine Probleme. Hier bin ich natürlich auch eingeloggt. Aber ich logge mich jetzt mal aus. Und registriere mich mit Stadtbesucher. Mal gucken, ob der Name noch frei ist. Ja, ich akzeptiere die AGB. Hab's verstanden. Jetzt muss ich ja erstmal die Welt wechseln, weil ich jetzt ja einfach auf irgendeine Welt geschickt werde, glaube ich. Musik. Kann ich die Welt schon wechseln? Er lässt mich nicht. Er lässt mich nicht. Okay, mal gucken, wann ich die Welt wechseln kann. Jetzt muss ich die verschieben. Dahin. Jetzt muss ich da eine Produktion starten. Und jetzt muss ich was forschen. Idealerweise bin ich jetzt schon auf der richtigen Welt. Aber das wäre schon ein harter Zufall. Ja, Portal ist eigentlich Half-Life. Genau. Zurück zur Stadt. Ja. Neues Zeitalter erreicht. Wunderschön. Also eigentlich ist es, das ist halt die Half-Life Engine. Und Half-Life ist tatsächlich ein Ballerspiel.
wenn man so möchte. Ja, ich hab's verstanden. Hier sind sie doch auch irgendwie blauer, oder? Sehen die nicht blauer aus, die Diamanten? Und man kann Diamanten einsetzen. Ganz toll. So. Nee, wir sind auf P. Und jetzt möchte ich auf Korch. Auf Korch. Oh, Musik. Ich glaube, man bekommt die Produktion in unter 5 Minuten, wenn man hier schneller ist mit Durchklicken als 5 Minuten. Ja. Ja, hätte man auch. Discord-Übertragung hätte man auch machen können. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert. Das, so, und jetzt ist die Produktion fertig. Ich glaube, das war jetzt in unter 5 Minuten. Okay, so. Und kann ich jetzt eine Stadt besuchen? Kann ich jetzt eine Stadt schon besuchen? Oder muss ich noch irgendwas anderes abschließen? Jetzt müsst ihr mir nochmal helfen, wie das ging. Wie man jetzt auf die Rangliste kommt. Weil hier geht's ja noch nicht. Hier habe ich ja die Rangliste noch nicht. Hier, ne? Erforsche Speere im Forschungsbaum. Okay. Okay, jetzt wird noch mal ein bisschen Tutorial getriggert. Muss ich noch mal kämpfen? Muss ich noch mal sehr ineffizient kämpfen. Und einen Speerkämpfer langsam bewegen. Ja, hast du dich jetzt aufgehängt? Hat es sich jetzt sogar auf? Nein. Hat es nicht. Okay. Oh. Aufregend. Sehr aufregend. Was für ein gewagter Kampf. Wir haben gewonnen. Atemberaubend. So, jetzt aber. Global. Globale Rangliste.
Freak. Man. Oh, schöne Frisur. Schöne Frisur schon mal, Freakman. So, ich nehme an, das ist deine Hauptwelt. Das ist die Welt, in die du alle 14 Tage 10.000 Dias steckst. Ungefähr. Grob über den Daumen gepeilt. Wichtig ist, es war deine Hauptwelt, okay. Wichtig ist, dass du zunächst mal darauf achten solltest, dass du zum Beispiel deine Taverne immer einsammelst. Die ist nämlich voll. Was heißt denn, es war deine Hauptwelt? Was ist denn jetzt damit? Spielst du jetzt woanders als Hauptwelt? War das bei dir war das so, du fühlst die Welt nicht mehr, weil du da durchgespielt hast, mehr oder weniger, oder? W ist nun deine Hauptwelt. Okay, verstehe. Alle Welten sind jetzt Hauptwelt, ja. Nee, man sieht halt, dass du ziemlich auf Kampfkraft gegangen bist. Schon anhand der Siegerplätze und der Weizenfelder. Du hast hier allerdings auch Fischerpiers, da weiß ich jetzt gar nicht, was die bringen. Sind das Kampfkraft-Addons oder sind das Forge-Punkte? Und auch noch Ehrenstatuen. Forge-Punkte. Ehrenstatuen. Deswegen bist du anscheinend auch nicht 100% auf Kämpfen eingestellt, sondern machst halt so einen Mischweg, dass du auch Forge-Punkte nutzt. Du hast hier 50-50, ja? Du hast hier eine interessante Straßenführung. So eine Schlange hier einmal außenrum. Und hier ist wahrscheinlich keine Verbindung zwischen den Straßen, ne? Du gehst hier außen rum und kommst dann hier wieder an. Ach ne, hier ist ja gar keine Straße. Hier ist ja gar keine Straße. Die geht hier durch, geht hier hinten lang. Oh, ganz großer Fehler. Okay, du kommst hier hinten rum über die Schlange bis nach hier. Okay. Ich sehe es. Ich sehe es. Okay. Aber du kämpfst nicht mehr. Naja, jetzt ist dann natürlich die Kampfkraft, die du dir angesammelt hast, dann nicht mehr nutzvoll, ne? Ist halt die Frage, was du dann mit der Welt anstellst, ob du die einfach so beibehältst und so lässt und vielleicht kriegst du noch mal irgendwie Lust darauf, die noch mal zu nutzen und wirklich zum Kampf zu nutzen, weil da wirst du sie wahrscheinlich sofort wieder einsetzen können. Die sind noch nicht auf Stufe 80, ich habe noch nicht geguckt. Es ist ganz schön langsam. Das liegt am Browser, glaube ich. Der Firefox ist, glaube ich, nicht so ideal als Browser für Forge of Empires. Nur 79. Ja, Schleif, würde ich sagen. Ja, du kannst halt noch sehr viele Straßen sperren, wenn du dein Hauptquartier in die Mitte ziehst. Freakman. Aber wenn es dir bei der Welt nicht mal um Effizienz geht, dann ist es wohl ziemlich egal. Dann kannst du das auch lassen. Boah, es ist echt langsam. Es war doch nicht so eine gute Idee, den anderen Browser zu nutzen. Sind doch alle über 80, außer Atomium.
Außer Atomium. Auch das Atomium. Alle 103. Wie kommst du denn auf 103? Warum eine blaue Galaxie auf 103? Was bringt dir das? Ist 103 deine Lieblingszahl? So viele Fragen. Wo Kimeji auf 103? Auf 91 sind die doch ausgespielt, die Bokimeji und die blaue Galaxie und auch der Weltraumfrachter. Ich meine, klar kann man alles machen, aber du hast auch keine Vorteile mehr davon. Okay, beim Weltraumfrachter kriegst du jetzt ein paar mehr von den Spezialgütern. Du hast auch noch eine höhere Chance, die diplomatischen Geschenke zu bekommen, aber es bleibt bei 10 Versuchen am Tag. Dann für immer. Und bei der Bokimeji ist es genau das Gleiche. Du kriegst halt mehr Vorräte. Aber die Versuche bleiben gleich und du kriegst halt minimal höhere Chance. Der Monk hat geschrien und ich hab gemacht. Aha, okay, also Monk. Dein innerer Zwang hat dir gesagt, dass du auf 103 ausbauen musst. Okay, ich verstehe. Aber hat dir dein innerer Zwang dann nicht auch gesagt, dass du die Arche auf was anderes ausbauen musst als 137? Oder ist die 137 eine verkappte 100, 1337? Also quasi ein falsch geschriebenes Lied. Inwiefern ist die 137 befriedigend? Ja, abreißen, neu aufstellen und auf Level 1 stehen lassen. Fände ich charmant. Einfach nicht aufbauen. Oder dann gleich auf 450 aufbauen. Ne? Bau die Arche auf 450 auf. Das wäre jetzt meine Hauptempfehlung für die Stadt. Bau die Arche auf Level 450 aus und stell das Rathaus in die Mitte. Nee, sonst kannst du sicherlich straßenmäßig noch einiges verbessern. Beispielsweise sind ja hier neben den Feldern ist eine Straße lang gezogen, die bräuchte ja da nicht sein. Du könntest halt stattdessen diese Straße komplett weglassen, das Terrakotta-Weingut weiter nach unten ziehen oder vielleicht auch. Ja, es ist zumindest nicht ganz so einfach, aber du brauchst die Straße halt hier daneben nicht. Ja, dass du deine Wunschbrunnen verkauft hast, das versch beim Antiquitätenhändler meinst du wahrscheinlich, ne? Verstehe ich. Hätte ich auf meiner Hauptwelt auch so gemacht. Oder habe ich auch auf meiner Hauptwelt so gemacht, weil man ja im Prinzip die Wunschbrunnen auf den Nebenwelten aufstellt, um dann die eigene Hauptwelt zu fördern. Und wenn sich dann die Hauptwelt verändert, dann ist es natürlich gewissermaßen ärgerlich. Aber du kannst halt einfach. Ich weiß nicht, ob du die noch spielst. Ob du K noch spielst oder ob du das jetzt einfach ganz liegen lässt. Wenn du das noch spielst, dann kriegst du ja immer mal wieder einen Wunschbrunnen noch dazu. Und ein bisschen Platz hast du ja auch noch. Also selbst wenn du dich jetzt um die Stadt nicht groß kümmern willst, hättest du ja hier unten und auch da schon mal ein bisschen Platz, um Wunschbrunnen aufzubauen. Und ja, längerfristig kannst du halt ein bisschen was umbauen. Gerade die Ehrenstatuen, die kann man ja auch relativ gut abreißen und tauschen. Naja, Gex 4, da kriegst du ja die Jungbrunnen. Und mit Schrumpfkids, stell doch die auf. Wenn du die bekommst, stellst du die einfach auf. Und dann hast du halt einfach nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit, Diamanten zu bekommen.
Genau. Ansonsten ist es, glaube ich, einfach schade, ne? Ich glaube, es ist einfach zu schade, dann wirklich die Stadt komplett umzubauen auf Wunschbrunnen. Da ist so viel Zeit reingesteckt und so viel Energie, die will man dann auch ungern abreißen und komplett umbauen. Ja, Mo, würde ich jetzt auch ablehnen. Also ich würde dir die Punkte auch zurückerstatten. Freakman. Ich würde dir jetzt die Punkte zurückerstatten, weil mir das dann zu spät wird. Also ich würde gerne euch noch zeigen. Ach, hier ist was anderes. Nee. Aha, so muss man das machen. Okay. Ja, aber es geht. Also ich würde mal versuchen, dass ich vielleicht einen anderen Browser nutze, statt diesen hier. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall den Stadtbesucher da angelegt und mit dem kann ich dann halt auch Besuch auf S machen, aber dann vielleicht lieber beim nächsten Mal, weil das dann heute dann doch spät wird. Und ja, ich würde halt gerne nicht so spät nach 1 Schluss machen. Genau, okay, hier kann ich ja schon mal die 8-Stunden-Produktion einstellen. Und ich wollte noch mal reingucken in Portal und zeigen, dass Portal kein Ballerspiel ist. Da muss ich mal kurz den Hauptbildschirm wechseln. Ich glaube, das geht. Okay. So, ansonsten habe ich Steam offen. Und gehe jetzt mal in meine Bibliothek und ich hoffe, ich habe es runtergeladen, weil sonst. Hier ist sogar gerade irgendeine Werbung, die so portalmäßig ist. Aber es macht nur den Eindruck. Okay. So, meine Bibliothek. Portal. Update in der Warteschlange. Na toll. Na toll. Ach, man kann auch ein Video gucken, ne? Gorgeous, wirklich. Aber ich tue dir doch nichts. Werbung kommt hier erstmal im Video. So. Das ist jetzt Portal 2. Nee. Nee, Portal 1. Also Portal 2 ist natürlich genauso gut. Ohne Frage, wenn nicht sogar besser. Wenn nicht sogar besser. So, Portal. Willkommen zu Let's Play Portal. Ja, ich mach den jetzt mal stumm. Es geht mir ja darum, dass ich das Spiel zeige, aber Kinomodus. So. Im Grunde startet man halt eingesperrt in so einem in so einer Zelle. Und dann muss man sich da rausbewegen und man bekommt dann Stück für Stück
etwas Besonderes. Da kommt es, da ist es auch schon. Genau. Da fliegt was rum. Und zwar liegt da was und das ist diese Portalkanone und um die geht's mehr oder weniger. Und die öffnet Portale und mit Hilfe dieser Portale kann man sich eben durch diese Welt hier bewegen in Portal. Und so, jetzt hat die ein Portal geöffnet. Und ich glaube, der Spieler kann sich jetzt hier die Portalkanone unten greifen, wenn er da runterhüpft. Wenn er sich dann mal traut. Ah, jetzt hat er sie schon. Okay. Und dann kann er selbst Portale machen an beliebigen Orten. Und das ist im Grunde, es ist ein Puzzlespiel. Also das ist, man bewegt sich halt durch die Welt und hat dann immer wieder neue Level, wo man geschickt die Portale setzen muss, um am Ende halt das Level zu schaffen. Und das ist wirklich, das macht wirklich mega Spaß und hat eine richtig geile Story. Also durchaus, ja. Kann ich ja mal zeigen. Jetzt setzt er sich halt hier ein Portal wahrscheinlich gleich. Und da drüben ist halt das gelbe Gegenportal. Und dann kann er da halt reinwandern. Warum auch immer das jetzt leckt. Ach, ich habe Pause gedrückt. Kann er jetzt reinwandern und kommt auf der anderen Seite auf dem gelben Portal wieder raus. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, wie kommt man jetzt darüber? Weil da ja eine Kante ist und man kann nicht springen oder kann zumindest nicht so hoch springen, aber man kann ja einfach das blaue Portal setzen, wieder durchs gelbe durchgehen und dann steht man da auf der richtigen Seite. Und dann hat man das Puzzle gelöst und kommt Stück für Stück weiter durch. Und ja, in Portal 2 gibt es dann noch zusätzliche neue Elemente, die man dann nutzen kann und sowas. Und Portal 2 hat halt auch diesen Koop-Modus. Und den habe ich noch nie durchgespielt. Und da hätte ich Interesse, das mit einem von euch gerne mal durchzuspielen, wenn ihr da Lust drauf hättet. Ja, okay. Von Freeman Porter zu Portal. Ja, den Koop-Modus. Aber dann müsste das halt einer von euch sein, der abends Zeit hat. Portal 1 kostet genauso viel wie der zweite Teil. Ist es so? Also, ach so, ich kann es jetzt glaube ich nicht mehr sehen, ne? Weil ich beide Spiele besitze, kann ich es glaube ich nicht sehen. Weiß ich nicht, was die kosten bei Steam. Wobei man sieht es wahrscheinlich, wenn man nicht eingeloggt ist. €8,19 sagt sie hier bei Portal 1. Aber Portal 2 ist halt das Spiel mit dem Koop-Modus. Das ist auch schon von 2007, Portal 1. Portal 2 ist von 2011. Kostet auch €8,19. Ja. Das sagt mir hier gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich das gespielt habe. The Final Hours. Who knows? Muss ich nochmal gucken. Naja. Okay. Gut. Ja, wie geschrieben, €8,19. Hast du absolut recht.
Und es soll jetzt auch ein neues Spiel geben, irgendwie Aperture Science Office oder sowas, aber das ist nicht so wirklich Portal. Aperture Science ist halt dieses Unternehmen, in dem man da, also die halt diese Testräume zur Verfügung stellt, wo man mit dem Portal drin rumläuft, wo eben diese Level gestaltet sind. Über die PS4 geht es, glaube ich, nicht, weil das ist ja ein Steam, also es ist ja. Wüsste ich nicht. Wüsste ich nicht. Also, das, nur deswegen, dass es Steam ist, heißt es ja nicht, dass es nicht auf PS4 geht. Aber. No. Das ist was anderes. Bridge Constructor ist was anderes. Das gibt's bei PlayStation anscheinend im Store. Portal Pinball. Also es gibt irgendwie Portal-Spiele, aber Portal Pack. Keine Ahnung, was es ist. Das sieht halt alles nicht nach Portal aus, ja. Nicht nach dem Original-Portal. Und jetzt kommen hier andere Sachen, die mit Portal nichts zu tun haben. Also ich denke mal nicht, dass das das normale Portal ist. Also es geht, glaube ich, nur am PC. Portal Pinball ist auf jeden Fall irgendwas anderes. Und dieses Portal Pack wird auch irgendwas anderes sein. Und der Bridge Constructor ist definitiv was anderes. Zwei bis vier. PlayStation 2 bis 4. Auch nicht schlecht. Ja, gut, okay. Ja, so viel dazu. Das wäre halt auch eine Sache, die ich gerne nochmal machen wollen würde. Die Portal im Koop-Modus wirklich mal zu Ende spielen. Und da braucht man halt jemand anderes zu, weil man dann, glaube ich, mit zwei Portalen agieren muss. Einfach auch. Oder mit zwei Portalkanonen. Und ja, man kann, wenn man zwei PCs hat, das vielleicht auch so hinkriegen. Aber auch da muss man sich ja abstimmen, glaube ich. Also da gibt es ja auch so zeitkritische Sachen, dass man dann Dinge gleichzeitig machen muss. Und ja. Thinking with Time Machine. Ein Portal Mod. Okay. Für die PS3 gibt es Portal 2. Interessant. Ist halt die Frage, ob das Portal 2 dann auch im Koop-Modus mit dem Steam-Portal spielbar ist. Das müsste man vorher noch in Erfahrung bringen. Aber sonst wärst du ja, Mo, tatsächlich ein Kandidat für das Spätabendspielen.
Gut. Das ist der Getränkefabriksmanager, aber da fehlt mir noch einiges. Die Blumenfabrik muss auf 100, ne? Dann kann ich ja hier noch ein bisschen was reinsetzen. Bottleneck ist jetzt das fest. Machen wir einfach so. Und dann werde ich ja sehen, wo ich morgen stehe. Also sonst ist hier noch einiges einzusammeln. Ist egal, Friedmann. Also ich würde dir die, ich würde dir die zweiten Stadtbesuch-Kanalpunkte einfach wieder zurückgeben. Und dann kannst du beim nächsten Mal sagen, was wir damit machen. Du kannst sie gerne für Mo einsetzen oder auch für dich. Aber wie gesagt, jetzt würde ich keinen Stadtbesuch mehr machen. Macht natürlich Sinn, dass Mo dabei ist. Also, wenn du jetzt für ihn die einsetzen möchtest. Und das muss ja dann auch passen. Zeitlich für alle. So, okay. Ansonsten würde ich jetzt nur noch kurz einmal durchgehen durch die Städte, alles einsammeln und danach Feierabend machen. Denn es ist jetzt 1:05 Uhr. Das heißt, es ist jetzt Bettzeit bei mir. Und wenn es bei euch noch nicht der Fall ist, dann streamt ihr doch einfach. Dann streamt ihr doch einfach mal was. Ein Singleplayer Portal 2 Mod. Ich suche jetzt mal danach. Das sieht schon mal sehr nach Portal aus. Von 2014. Das sind dann einfach nur neue Karten oder wie kann man sich das vorstellen? Eine eigene Kampagne. Naja, Steam, nee, Steam ist falsch. Die Half-Life Engine, die hat ja da sehr viel hergegeben, was die Erweiterbarkeit betrifft. Ich habe noch gar keinen Resident Evil gespielt. Falls du das mit Resi meinst. Okay. Hier ist es die. Warum hatte ich den noch nicht beendet? Wegen der fehlenden Goldtöpfe? Jetzt sind sie ja da, die Goldtöpfe. Habe ich noch ein paar gefunden. Geht eigentlich, kann ich schon die nächste Stadt starten, denke ich. Kann ich es auch nochmal zeigen? Wenn man, ne, wenn man 6 Kisten öffnet, dann kriegt man halt hier die Belohnung. Und dann kriegt man ein Auswahlkit für das Hauptgebäude. Und dadurch
Ist halt die andere Möglichkeit, wie man an das Hauptgebäude kommen kann. Neue Stadt. So, und die ersten Manager kann ich mir damit auf jeden Fall freischalten. Und da schon mal ein bisschen was einsammeln. Ich komme gerade nicht mit, worüber ihr redet. Was nicht kaufen? Resident Evil, okay. Okay, dann würde ich hier mal beim Mogli Rex noch ein bisschen was investieren, damit ich die. Oh. Ach nee, ich glaube, das ist hier eh schon. Ja, genau, da suche ich noch jemanden für. Ach. Wieder jemand reingesprungen. So eine Gemeinheit. Dann machen wir das so. Blaupausen zu verschenken, genau. Und dann kriegt Mogli noch meine Fortpunkte an der Stelle. Ja, Seekat, gerne auch mit dir. Wenn du öfter mal Abendszeit hast, so ab 22 Uhr, eher später. Du hast das Spiel vermutlich. Nach dem GVG kann ich noch nicht. Das ist noch zu früh. Also vielleicht geht's auch manchmal direkt nach dem GVG, aber eher nicht. Okay, und den Rest kann ich ja noch in die Forschung stecken, weil hier die noch nicht alle voll ausgebaut sind. Du hast beide was? Beide Portals? Wie gesagt, Koop geht ja nur in Portal 2. Also, du hast es jetzt nur gesagt, weil ich gefragt habe, ob du das Spiel hast. Okay. Ja, wenn du das machen kannst. Ja, und dann können wir uns da mal durchrätseln. Portal ist ja auch ein Spiel, was gut streambar ist, weil es ja auch relativ langsam ist, also weil man es langsam angehen kann, weil man im Prinzip in fast jedem Level man hat selten was zeitkritisches. Sikat, gute Nacht dir, schlaf gut und bis demnächst. Vielleicht bis morgen im GVG. Kann ich morgen GVG? Ich bin noch nicht sicher. Glaub schon. Genau. Ja. Aber wie gesagt, ich würde ja jetzt auch Schluss machen. Ich bin nur noch nicht durch alle Welten durch.
Und warum soll ich vorher aufhören zu streamen, wenn ich noch nicht durch alle Welten durch bin? Ja, Seekat ist in meiner Gilde. Wir spielen zusammen GVG. Er ist noch relativ neu in meiner Gilde. Aber ich habe mich schon sehr an ihn gewöhnt. Genau, also ist ja, wenn man gemeinsam im Discord ist und miteinander redet, dann lernt man sich auch viel schneller kennen. Ne? Selbst wenn man da jetzt nicht so viel Zeit verbringt. Also ich meine, wir haben, glaube ich, irgendwie mal einmal oder zweimal ein bisschen länger im Discord Zeit verbracht. Aber das ist dann auch schön, dass man sich dann darüber auch ein bisschen kennenlernt. Und und mehr nicht. Ansonsten habe ich gestern einen Podcast aufgenommen. Jetzt habe ich schon verraten. Oh, ist aber geheim. Ist ein Geheimnis. Ihr dürft es nicht verraten. Ich habe gestern was aufgenommen. Und es wird demnächst erscheinen. Ist aber noch abhängig von meinem Gesprächspartner. So, jetzt bin ich, glaube ich, durch. 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 Müde, müde und fertig. Gut, Leute. Nicht mit Rapture. Ja, kann man natürlich machen, sowas, ne? Das war ja auch so eine Idee, die vielleicht ja noch kommt, wenn ihr mal zusammen mit Josie Anno spielt. Also Mo wollte ja und Marco und Pi, wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre natürlich cool, wenn ihr das zusammen im Discord machen würdet, eigentlich. Wenn ihr dann zusammenspielen solltet. Aber das müsst ihr erstmal hinbekommen. Genau. Mit 4 Leuten ist es dann immer noch ein bisschen größerer Abstimmungsaufwand, als wenn man das nur mit 2 macht. Wenn man jetzt einen Koop spielt. Aber das wäre jetzt meine Idee, dass ich mit Seekat dann zusammen im Discord bin. Und ich streame. Er könnte ja auch streamen. Ich glaube, er hat ja auch mal Discord gestreamt. Auch wenn es, glaube ich, schon eine Weile her ist bei ihm. Und ja, dann hat man halt nebenher den Chat offen und kann dann halt interagieren mit den Zuschauern. Genau, und wenn man mal irgendwo nicht weiterkommt und die Zuschauer eine gute Idee haben, wie man weiterkommt in Portal, dann kann man das ja gleich nutzen, dieses Wissen. Aber ja, Anno ist dir zu umfangreich. Kann ich gut verstehen. Also wäre mir tatsächlich auch so. Also ich brauche jetzt kein zweites Spiel. Also ich finde Anno cool. Sieht gut aus. Würde mir garantiert mega Spaß machen. Aber mir fehlt die Zeit dafür. Genau, ich brauche kein zweites Spiel, was sehr zeitintensiv ist. Gut. Ach, der Ingame-Sprachchat. Das kann man natürlich auch machen über den Ingame-Sprachchat. Dann braucht man Discord nicht nutzen. Geht auch, klar. Okay. Na gut, ihr beiden. Mo und Freakman. Ich wünsche euch dann auch eine gute Nacht, wenn ihr ins Bett geht. Ich werde jetzt gehen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen. Marco, du bist ja auch noch da. Stimmt. Steht aber nicht in meinen Viewer-Zahlen, da steht nur 2, komisch. Aber vielleicht sind es ja auch noch mehr. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Freakman, danke dir für deinen Sub noch. Hat mich sehr gefreut, auch dass ihr so viel geschrieben habt wieder.
konnten wir auch wieder relativ viel miteinander sprechen. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja noch miteinander Rocket League spielen, ne? Jetzt. Aber ich nicht mehr. Genau, Kanalpunkte setze ich noch zurück. Mache ich gleich, bevor ich es vergesse. Ne? Okay, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Kann sein, dass ich dann morgen, übermorgen, Samstag auch nochmal streame. Jetzt habe ich ja möglicherweise ein bisschen Zeit, weil die Familie ja dann im Urlaub ist, beziehungsweise meine Tochter schon mal im Urlaub ist, vorausgefahren. Mo, danke dir noch für die 100 Biddies. Vielen, vielen lieben Dank. Genau, zur Oma und wir fahren dann am Sonntag nach bis Mittwoch. Nee, bis Dienstag. Genau, also von Sonntag bis Dienstag bin ich dann weg. Aber dafür haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Es sei denn, die Kleine mag absolut nicht mit der Oma fahren in der Bahn. Heute hat sie sich ein bisschen gesträubt, aber ich hoffe mal, das klappt. Okay, danke schön. Bis bald. Machen wir. Ciao. Gute Nacht.